Tagebuch, 21.11.2015. Heute gebe ich euch mal einen Tipp, vielleicht für die Älteren. Jungen könnt es auch machen, Schaden tut es auf alle Fälle nicht. Für den Rücken, für die Beinmuskulatur, für Bauchmuskel und für Nackenmuskel. Was ich so jeden Tag mache, dürft nicht auf meinen Bauch kicken, der kommt von den vielen Nachts, wenn ich mich rausschleiche an meinen Leckerschrank. So, da hilft kein Sport. So, denk mal, wir brauchen eine Decke, so einen Greifer. So, da legen wir es erstmal hin. Und rechts die Beine auseinander, immer greifen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, nun 15 Mal rein. Wir wechseln das Ganze mit links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, jetzt radel mal wieder. Drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 14, 15. So, jetzt machen wir auch noch was für die Beinmuskeln hier, die zum Becken gehen. Hier so. Dann nehmen wir das linke Bein zuerst über das rechte, ziehen es so ran. Die Arme nehmen wir dahinter, ziehen es ran und versuchen es gleichzeitig so ein bisschen wegzudrücken, aber mehr entspannen und zählen bis 30. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, jetzt wechseln wir. Andere Bein. Auch wieder bis 30. Das spürt man direkt am unteren Ende vom Steißbein und in der Leistengegend. 7, 8, 9, 10, 11. So, jetzt kommt was für den Halswirbel. Arme dahinter und 30 mal so. Und den Bauch mit anspannt. 4, 5, wir ziehen uns praktisch mit dem Bauch hoch. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So, jetzt kommt wieder was für den Rückenwirbel. Wir nehmen beide anziehen, nach links kippen. Die Hände haben wir noch so, nach rechts, soweit es geht, nach rechts und die Beine nach links und wieder bis 30 zählen. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ihr könnt noch schneller zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist euch selbst überlassen. 27, 28. So, jetzt machen wir das gleich im Wechsel. Das merkt man richtig hier, wie das spannt und später leicht Muskeln aufbaut, wenn die Wirbel schon ein bisschen verschlissen sind. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, habe ich von meiner Physiotherapeutin. Und die wird schon wissen, was sie sagt. So, 30. Ein bisschen ausschütteln. So, da die älteren Semester keine Kniebeuge mehr machen dürfen, keine
Liegestütze wurde mir verboten, machen wir das jetzt so. 30 kann jeder machen, wie viel er will. 4, 5. Die jungen Semester können natürlich Liegestütze machen. 8, 9, 10, 11, 12. Und immer Bauchnabel hinziehen, im Bauchnabel. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 20, 28. So, ein bisschen ausschütteln. So, wenn es die Knie noch zulassen, ich spreche wieder von uns Älteren, dann machen wir jetzt auch wieder Bauch nach innen ziehen und das gleiche 20 Mal. Die Hände so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, das ist ein Ding von mir. Ob es was bringt, müsst ihr selber entscheiden. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich denke mal, das ist gut, wenn man die Muskeln noch ein bisschen braucht von der Arme. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger für uns Ältere. Werdet ihr sehen. So, kann Muskelkater geben, also nicht stimmt, aber gleich was danach kommt. Machen wir erstmal so, bis 10 zählen. 7, 8, 9, 10. Wechseln, das ist nur zum Entspannen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt kommt's. Die Hände so, auf den Boden. Und jetzt auch wieder Bauchnabel nach innen ziehen. Der müsste oben wieder rauskommen und dann so weit vor, wie man könnt. Und dann ausstrecken. Also das erste Mal bin ich umgekippt. Aber das hilft wunderbar. Das habe ich aus Bayern Eifer. Sport, morgens um 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sieht einfach aus, aber ich sag's euch, den nächsten Tag habe ich alles gespürt. Aber das hilft wirklich. So, jetzt machen wir das andere wieder zur Entspannung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und jetzt nochmal meine Superübung. 1, so als ob wir irgendwas hier vorne suchen und wollen uns ranschleichen. 2, 3, ach, da ist meine Tafel Schokolade. 4, die ich nicht essen darf. 18 trotzdem esse. 5. So. So, das ist eine Übung auch von Bayern Alpha, die ich noch nicht so ganz beherrsche. Die jetzt kommt, das ist Bogenschütze von der alten Griechen. Man sollte eigentlich so die Beine gerade, schaffe ich aber nicht mehr. Ich mache das hintere so. Und man fängt eigentlich in der Knie, also in der Hocke an, den Kopf hier runter. So, und dann macht man das so, wie die das machen. So, hoch. Und dann auch fünfmal. 1. Ich stütze mal immer ab. 2, 3, 4. Da merkt man aber richtig, wie das in den Beinen und in den Beckenmuskeln. 5. So, jetzt machen wir das gleiche, logischerweise mit dem anderen Bein. So, ich schummle wieder hinten.
da gab schon so Probleme. Aber ich machte das 2 Wochen. Ich schätze mal, in 2 Wochen habe ich dann auch das für Gleichgewicht zu fühlen. 3, 4, 5. Sollte man jetzt nach einer Pause nochmal 5x5er machen. Aber ich lasse es mal für heute. Jetzt nur eine Stützübung fürs Becken und die Beine runter. Wo auch immer was habt, zum Festhalten. Ich habe hier einen schönen Schrank. Ich tue da die Beine mal so rausdrücken und die Arme so. Ihr könnt auch mal so ein bisschen entspannen. Geht wunderbar. Ihr könnt auch tanzen. Oder so tanzen. Und so tanzen. Das war's. Und eine Decke und sowas habt ihr garantiert. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Günther.